Zuletzt waren es die Zombies. Nun scheint mit Space Horror der nächste Trend in der Gaming-Branche angekommen zu sein. Das Summer Games Fest 2022 vermittelte zumindest diesen Eindruck, mit einer extraterrestrischen Ankündigung nach der anderen. Neu ist das Thema freilich nicht, deswegen werfen wir einen Blick zurück auf die 10 besten Space-Horror-Spiele, die sich bereits mit dem Genre identifizierten, bevor es cool war. Stellt euch vor, ihr seid Ingenieur auf einer Forschungsstation auf dem Mars. Eure Aufgabe besteht darin, den Laden zu schmeißen, bis die Nachhut eintrifft. Mitten in der Isolation des roten Planeten spielt euch euer Verstand auf einmal Streiche. Oder passieren diese Dinge wirklich? Moons of Madness verbindet das Mysterium, das der Mars für uns Menschen darstellt, mit Ideen aus Lovecrafts Werken. Ganz streng genommen handelt es sich bei der unheimlichen Spätschicht im All aber nicht unbedingt um einen Horrortitel, sondern vielmehr um einen mystischen Thriller, dessen beklemmendes Gefühl von seinem damals noch unverbrauchten Szenario genährt wurde. Zwar gibt es, weiß Gott, so einige von Lovecrafts inspirierte Spiele, doch nur wenige von ihnen werden euch in den Weltraum entführen. Für manche ist es ja schon der blanke Horror, sich vorzustellen, morgens kein Koffein zu bekommen. Caffeine ist aber alles andere als die Geschichte davon, den Grundstein für einen guten Start in den Tag zu legen. Die Namensgebung ist aber keineswegs beliebig. In einer fernen Zukunft sind die Ressourcen der Erde erschöpft. Die Menschheit entsendet Schiffe zum Abbau von Rohstoffen in ferne Galaxien. Wie hoffnungslos übermüdet die Bevölkerung offenbar sein muss, äußert sich darin, dass sogar Expeditionen zur Erschließung neuer Koffeinquellen entsandt werden. Obwohl der Aufhänger reichlich albern klingt, schafft Caffeine es, den Spieler durch eine ungewöhnliche Perspektive das Fürchten zu lehren. Denn das wie so oft verlassene Schiff müsst ihr ausgerechnet als Kind durchstreifen, um den Grund für eure alleinige Anwesenheit zu ergründen. Von einer Zombie-Apokalypse im Weltraum hört man selbst in unserem Gewerbe selten. In The Persistence ist aber genau das passiert. Nachdem auf einer Raumstation eine Seuche ausgebrochen ist, liegt es an euch als Klon der Sicherheitsoffizierin, das Schiff zu reparieren und zurück zur Erde zu bringen. Warum nun ausgerechnet ein Klon? The Persistence ist ein Roguelite. Jedes Mal, wenn ihr während eurer undankbaren Aufgabe dahinrafft, startet ihr mit bereits erhaltenen Fähigkeiten erneut in zufällig zusammengewürfelten Leveln. Der Horrortrip wurde ursprünglich für VR programmiert, lässt sich inzwischen aber auch wunderbar ohne erleben. Wer tut sich Horrorspiele in VR auch schon freiwillig an? Wer zu viel Angst hat, darf sich einen Freund im Koop-Modus dazu holen, der euch per Smartphone und Tablet aus dem Schlamassel hilft. Observation darf sich durchaus auf die Schulter klopfen und dafür loben, mal etwas andere Wege zu gehen. Als es auf der gleichnamigen Raumstation zu Systemausfällen kommt und Astronautin Emma den Kontakt zu ihren Kameraden verliert, bereitet sich zu allem Überfluss auch noch eine unbekannte Macht auf der Station aus. Soweit, so bekannt. Der Clou an dem Ganzen ist, dass wir nicht die Rolle von Emma übernehmen, sondern in die digitalen Eingeweide der künstlichen Intelligenz Sam schlüpfen. Unsere Aufgabe besteht darin, Emmas Anweisungen zu befolgen, um ihr Leben zu retten und das Mysterium zu lüften, das die Raumstation erfüllt. Hierzu gilt es, Alarmmeldungen zu überprüfen, elektronische Luken zu öffnen oder ausgefallene Systeme wieder in Gang zu setzen. Observation ist ein außergewöhnliches Rätselspiel im Sci-Fi-Horror mit unverkennbaren Parallelen zu 2001 Odyssee im Weltraum. Handlungsort Weltraumstation? Check. Alle außer dem Spieler sind tot? Check. Etwas, das besser nie gefunden worden wäre, wurde geborgen und das Chaos bricht los? Check. Zugegeben, die Prämisse von Syndrome liest sich wie eine Checkliste für Weltraum-Horror-Klischees. Die Stärken des Spiels finden sich dafür im stark ausgeprägten Survival-Charakter. Während ihr in anderen Spielen mutierte Weltraumforscher mit Kugeln in Siebe verwandelt, legt euch Syndrome ganz bewusst weniger Munition in die Hand, als nötig wäre, um sich wirksam zu verteidigen. Euch bleibt folglich oft gar keine andere Wahl, als euch in der Dunkelheit der schier endlosen stählernen Korridore zu verstecken oder zu fliehen. Die üblichen verdächtigen Inspirationsquellen wie System Shock und Dead Space lassen sich natürlich auch aus Syndrome herauslesen. Unter Doom-Fans gilt Teil 3 als das hässliche Endlein der infernalen Familie.
Trotzdem ist die Neuerzählung des Serienerstlings gleichermaßen ein großartiger Ego-Shooter als auch ein beklemmend atmosphärisches Horrorspiel. Die bekannte Geschichte wurde zur Wiederbelebung eigens von Sci-Fi-Autor Matthew J. Costello ausgefüttert, der später auch mit den bekannten Romanadaptionen betraut wurde. Als im Jahre 2145 auf dem Mars mit Teleportationstechnologie geforscht wird, öffnet sich ein Portal in eine Dimension, aus der zahlreiche Dämonen strömen und die Anlage im Handumdrehen in ein Tönnies-Schlachthaus verwandeln. Obwohl der technische Sprung für damalige Verhältnisse beachtlich war und der Horrorfaktor gerade in puncto Lichtstimmung oder besser gesagt Abwesenheit derselben zulegte, hinterließ Doom 3 nicht dieselben Fußspuren wie seinerzeit Teil 1. Ach, Prey, deine Entstehungsgeschichte ist so holprig wie ungerecht. Zum Release schenkte dem ersten Teil kaum jemand Beachtung. Trotzdem scharte sich um ihn über die Jahre hinweg eine treue Gefolgschaft. Zwischenzeitlich wurde ein experimentelles Sequel mit Kopfgeldjäger-Thematik kurz vor der Veröffentlichung verworfen, bis 2017 dann endlich das großartige Reboot kam. Es verbindet Einflüsse aus Alien, System Shock und Deus Ex mit Elementen aus Survival-Horror, Shooter und Adventure zu einem genialen Genre-Mix. Die Handlung auf der von formwandelnden außerirdischen verseuchten Raumstation Talos 1 sucht ihr euch in Schnipseln zwischen clever eingesetzten Mechanikexperimenten zusammen. Gefangen von einer ständig angespannten Stimmung werdet ihr euch bis zum Schluss nicht daran gewöhnen, auf einmal von einem Stuhl angegriffen zu werden, der sich als tobsüchtige Mimik herausstellt. Und trotz all dem wird Prey noch immer nicht die verdiente Aufmerksamkeit zuteil. Ohne System Shock würde es diese Top 10 vielleicht gar nicht geben. Denn Branchenikone Warren Spector ebnete mit seiner unheimlichen Sci-Fi-Vision vielen noch kommenden Space-Horror-Games den Weg. Der Fortsetzung System Shock 2 möchten wir aber aufgrund seiner ausgefeilteren Rollenspiel- und Adventure-Elemente und verbesserten Technik unbedingt den Vortritt gewähren. Die feindlich gesinnte künstliche Intelligenz Shodan, die jegliche ethische Beschränkung über Bord geworfen hat, ist in dem nervenaufreibenden Sequel noch perfider, noch manipulativer und verfolgt den Spieler zu jeder Zeit mit ihrer eiskalten Stimme. Diesmal fürchtet sie um ihre eigene Existenz, nachdem ihre Schöpfung sich gegen sie gewandt hat. Kein Wunder, dass die Reihe sehr viel später das nicht weniger einflussreiche BioShock maßgeblich geprägt hat. Dead Space ist im Grunde der Inbegriff dieser Top 10. Denn beim Stichwort Space Horror denken viele mit Sicherheit als allererstes an die Abenteuer von Isaac Clarke auf dem Raumschiff USC Ishimura. In Teil 2 wird die Geschichte rund um den verstörenden Ursprung der Necromorphs genannten Mutanten auf die Raumstation The Sprawl verlegt. Neben der beklemmenden Atmosphäre ist die Fortsetzung in Sachen Schockintensität, Abwechslungsreichtum und seiner nervenaufreibenden Klangkulisse dem Debüttitel sogar noch eine Nasenlänge voraus. Trotz des polarisierenden dritten Teils genießt die Reihe immer noch einen so guten Ruf, dass neben einem offiziellen Remake des ersten Teils inzwischen mit The Callisto Protocol auch ein Nachfolger im Geiste von den Entwicklern des Originals auf dem Weg ist. Nach einigen mittelmäßigen Alien-Spielen verstand es ausgerechnet Creative Assembly, das Studio, das vor allem für die Total War-Reihe bekannt ist, genau was den ersten Alien-Filmen so stark gemacht hatte. Ein einzelnes übermächtiges Monster, sparsame Auftritte desselben und das Gefühl von Isolation im alles verschlingenden All. Mit einer herausragenden KI ausgestattet, verfolgt der extraterrestrische Killer Amanda Ripley auf der Suche nach ihrer verschwundenen Mutter Ellen auf einer verlassenen Raumstation im Retro-Zukunftschick. Ein Poltern in den Lüftungsschächten, klebriger Speichel, der von der Decke tropft oder ein lauerndes Stapfen hinter der nächsten Ecke. Alien Isolation gelingt es den Spielern selbst dann und erst recht in Panik zu versetzen, wenn das Alien selbst gar nicht zu sehen ist. Noch aussichtsloser wird eure Situation, weil der Xenomorph sich eurem Verhalten anpasst und ihr eure Überlebenstaktik ständig ändern müsst, um nicht mit einem Loch in der Stirn zu enden.